dadurch, dass du diese riesen Auswahl hast, diese Masse an Optionen wegzugehen und du dich ja auch ständig weiterentwickeln musst, du musst dich immer informieren und du musst dich immer irgendwie weiter transportieren, bist du natürlich auf deine Freunde angewiesen, die dir sagen, was der neueste Shit ist. Du bist halt darauf angewiesen, was irgendwie in der Zeitung steht. Das Einfachste ist natürlich, dir eine App runterzuladen, kostenlos, und die ganze Zeit zu gucken, wo ist was los, wer schreibt die besten Bewertungen, und genau die besten Bewertungen und vor allem die schlechten Bewertungen sind ein großes Problem, weil die entscheiden letztendlich in Melbourne über das Gelingen eines Konzeptes oder nicht. Das ist jetzt auch wieder ein Extremfall. Es gibt einen Haufen Restaurants, die sind so etabliert, und auch Bars, die können, ne, können das ignorieren und können darauf müssen darauf keinen Wert legen. Aber es gibt eine Menge junger Konzepte, junge Läden, die wirklich darunter enorm leiden. Im besten Fall natürlich davon profitieren, aber häufig auch leiden. Was ist ein Resultat daraus oder was ist der erschreckende Entschluss? Das ist die Qualität des Gastgebens, das ist die Motivation des Gastgebens. Und die Motivation ist nicht mehr die Freude, Passion und die Leidenschaft dafür, sondern es ist die Angst. Die Angst davor, dass du was falsch machst, die Angst davor, dass der Gast nach Hause geht, was Schlechtes schreibt, und wenn der dann zu dritt oder viert ist und viel was Schlechtes schreibt, du am Ende keine Gäste mehr hast. Und das war für mich eine furchtbare Entwicklung, die natürlich jetzt nicht nur Australien betrifft, sondern auch uns hier und überall, dass du aus einer Angst heraus zu arbeiten musst. Und das will ich nicht. Ne? Ich will nicht nach Hause gehen und sagen, ey, scheiße, ich hoffe, er schreibt nichts Schlechtes und war das jetzt richtig, was ich gemacht habe. Sondern, ey, Moment mal, der hat sich total daneben benommen. Ne? Und der war jetzt kein guter Gast, der hat das Systemkonzept nicht verstanden, der hat uns nicht verstanden, der hat uns nicht verstehen wollen. Da kommt man doch nicht zusammen und dann muss es auch nicht so sein. Ne? Ich muss nicht jeden bedienen. Dort habe ich halt andere Sachen gesehen. Ich musste Leute bedienen, weil ich sie bedienen musste, nicht weil ich es wollte, ne? Und auch habe ich keine Lust. Ich will nicht nach Hause gehen und mich irgendwie geprügelt fühlen. Die meisten Gäste waren super cool und denen war das auch scheißegal. Aber ich hatte auch zwei 75-jährige Damen, die an den Tresen kommen und meinen so, so, young man, I would like to try the drink right now. Und ich so, okay, cool. Und dann irgendwie so beim Machen so, und wie sind sie drauf gekommen? Ja, haben wir denn die App gelesen? Und dann so, hey, die waren 75. Und dann standen die mit dem iPhone da und haben die App gelesen. Deshalb, ich hatte mich total, also ich war, das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte halt, das wären so 18- bis 19-Jährige. Und für mich war ja auch so, deswegen habe ich auch anfänglich gesagt, es kann ja auch sein, dass mein Blick jetzt einfach nur anders war und ich anders fokussiert habe, weil mich das eh nervt. Jetzt zurückkommt nach Berlin, habe ich auch gesehen, wie sich das schon verändert hat. Ne? Wie in dem einen Jahr so viel passiert ist und ich arbeite momentan im Back and Break in einem kleinen, sehr dunklem Laden. Und wenn dann irgendwie von 14 Gästen 7 da sitzen mit einem iPhone in der Hand und die alle haben dieses blaue Leuchten im Gesicht und die starren nur ins Nichts und scrollen die ganze Zeit hoch und runter, ohne irgendwas zu machen. Und dann denkst du so, ey, wo ist die Atmosphäre? Was passiert mit euch? Warum geht ihr überhaupt nur wahr? Warum müsst ihr gucken, was andere gerade machen oder vielleicht nicht machen? Genießt doch irgendwie den Augenblick.